Mit dem neuen Naturschutzgesetz haben wir wichtige Akzente gesetzt, die bundesweit, denke ich, auch Beachtung finden. Beispielsweise sind die Verankerung der Natura 2000-Station als Einrichtung zur Unterstützung und Ergänzung des behördlichen Naturschutzes hervorzuheben, aber auch das Gentechnikverbot bei hochwertigen Schutzgebieten. Und deswegen ist es für uns unverständlich, dass in Naturschutzgebieten bis jetzt noch die Möglichkeit gab, Gentechnik einzusetzen. Wir brauchen eine Trendwende im Artenschutz, mehr Investitionen in den Naturschutz, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten.